Es ist mal wieder Zeit für den Dezember-Haul und das letzte Mal aus diesem schönen Zimmer. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Disney-Haul im Monat Dezember. Ja, erstmal, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich filme mit einer neuen Kamera. Ich habe zu Weihnachten ein neues Baby bekommen, die Sony ZV-1. Normalerweise drehe ich meine Hauls immer mit meiner Spiegelreflexkamera, mit meiner Nikon. Jetzt möchte ich aber wechseln, weil der Fokus hier super ist und ist noch kein externes Mikro drauf. Das muss ich jetzt noch testen in den nächsten Wochen. Wie das mit externem Mikro dann funktioniert, mit dem Sound und so, das werde ich noch testen, wahrscheinlich dann im nächsten Haul. Und ja, das ist das letzte Mal aus diesem wundervollen Zimmer. Denn am 19. Januar ziehe ich um. Das heißt, der Januar-Haul wird dann in meiner neuen Wohnung irgendwie vollstätten gehen oder so, wie man das auch immer sagt. Ja, ansonsten seht ihr, die Minnie Mouse Main Attraction Collection hat ein Ende. Ich habe auch die Dezemberohren bekommen. Was soll ich sagen? Ich bin jetzt nicht der größte Fan. Das Schloss sieht jetzt ein bisschen billig aus hier vorne. Also. Ich weiß nicht, ob das mindestens nicht mal, bestimmt nicht mal 10 Cent gekostet. Also da hätten sie wirklich ein bisschen mehr reinstecken können in das Schloss. Aber ansonsten, ja, ist halt so ein Samtstoff. Es ist okay für Silvester oder so, kann man das mal anziehen. Aber es sind jetzt nicht meine Lieblingsohren von der Kollektion. Genau, und die haben wieder 35,90 Euro gekostet. Und ja, es hat ein Ende. Ich habe alle 12 Paar bekommen. Ja. Ansonsten wird es ja jetzt eine neue Stitch-Kollektion geben ab Januar. Da weiß ich noch nicht, ob ich dann was ich kaufe, ob ich was kaufe. Das muss ich mir erstmal angucken. Es wurde ja noch nichts gezeigt, wie es aussieht, was es wird überhaupt. Man weiß es nicht. Aber es soll monatliche Stitch-Kollektion geben, also an Stitch irgendwie gebunden. Ich weiß es nicht. Ich mag Stitch, aber jetzt der größte Stitch-Fan bin ich auch nicht. Ansonsten ist diesen Monat gar nicht so viel. Ich zeige euch schon die Weihnachtsgeschenke, die ich von meinen lieben Freunden bekommen habe. Die habe ich nämlich gerade in meinem Vlog ausgepackt. Heute ist nämlich Heiligabend, ja. Ich muss, bevor ich jetzt zu meiner Mama fahre, noch schnell den Haul drehen, weil ich ja morgen in Nichtwalds fahre, damit der Haul auch fertig ist für diesen Monat. Genau, zeige ich euch, was ich jetzt alles im Monat Dezember gekauft habe. Wie gesagt, diesen Monat war es gar nicht so viel. Fangen wir mit einer Amerika-Bestellung an. Wir haben im November zusammen mit Brina und Nadine bei dem Personal Shopper, bei dem ich schon mal bestellt habe, in Disneyland Anaheim, nochmal bestellt. Wir wollten nämlich unbedingt die Christmas Jerseys haben, die es dieses Jahr gab. Genau, dann zeige ich euch erstmal die Christmas Jerseys. Und zwar einmal hier der rote. Ihr seht das tolle Muster unten. Und da die ja aus Disneyland Anaheim sind, steht auch Disneyland Resort hinten drauf. Ich finde das Logo auch schöner als das von Walt Disney World. Genau, also ein ganz, ganz schöner Jersey, sehr, sehr weihnachtlich. Und dann der zweite Jersey ist der hier. Der erste dickere Jersey, den ich habe. Daniel würde jetzt sagen, sieht aus wie ein Pyjama. Jetzt habe ich ein Haar im Mund. Genau, sieht aus wie ein Pyjama, aber ich finde ihn sehr schön, sehr kuschelig. Hat vorne so einen kleinen Mickey-Schneemann und das D. Und hinten steht auch wieder Disneyland Resort drauf. Mit dem tollen Schloss. Und hier unten habt ihr nochmal das Schloss ganz oft. Ja, also ein wirklich ganz, ganz toller Jersey. So, jetzt muss ich mal überlegen. Also die Originalpreise, ich glaube, der war 80 oder 90 Dollar und der war 70 Dollar. Also der war 10 Dollar auf jeden Fall teurer. Plus bei dem Personal Shopper kommen noch PayPal-Gebühren drauf. Natürlich der Versand nach Deutschland. Und seine eigenen Gebühren. Also er hat pro Stück immer so eine prozentuale Gebühr, die er dann oben drauf schlägt, kommt auf den Preis drauf an von der Sache. Bei dieser Bestellung hatten wir zum Glück Glück, weil wir keinen Zoll bezahlen mussten. Normalerweise muss ich dann auch noch Zoll bezahlen, deswegen es ist keine günstige Angelegenheit. In dem Paket waren aber noch diese Disneyland-Ohren, die wollte ich auch unbedingt haben. Schaut euch dieses tolle Glitzer an und dieses Disneyland-Logo, ich liebe es. Ein Traum von Ohren. Und dann noch, weil er noch Platz hatte im Paket und ich eigentlich die Make-A-Wish-Maske wollte, die gab es aber nicht mehr, hat er mir die neue Weihnachts-
Lichterkette, sieht man es nicht, wie sie leuchtet. Ah, doch, jetzt. Genau, die hat er mir jetzt noch mitgeschickt. Ich habe ja die schon von letztem Jahr, die hängt sogar da bei Baby Yoda. Ja, also einmal die Lichterkette. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, die Ohren waren auch um die 30 Dollar und die Lichterkette, glaube ich, um die 15 Dollar. Plus dann halt die ganzen Gebühren etc. etc. pp. Dann habe ich mal seit langem wieder bei EMP zugeschlagen. Ich bin zurzeit irgendwie nicht so auf dem EMP-Trip. Aber eine Tasche musste sein diesen Monat. Und zwar hier diese super schöne Mickey Mouse Umhängetasche. Mit Rabatt hat sie nur noch 33 Euro gekostet. Deswegen finde ich den Preis vollkommen okay. Ich habe ja schon so eine ähnliche Klatsch. Also jetzt nicht von Loungefly. Aber die hat auch so einen Mickey-Griff hier oben. Richtig cool. Hier habt ihr nochmal das Loungefly-Logo. Überall Mickeys. Und da ist auch richtig viel Platz drin. Da ist noch Papier drin für den Park. Oder halt so, wenn ihr ausgeht. Genau, also für den Preis für 33 Euro finde ich die Tasche echt super schön. Es gibt auch noch den Rucksack in dem Muster und ein Portemonnaie. Ich verlinke euch die Tasche natürlich unten wieder in der Infobox und auch den Personal Shopper. Den Kontakt schreibe ich euch gerne unten rein. Den müsst ihr aber über Messenger, also über Facebook kontaktieren. Genau, einmal die Tasche. Dann habe ich nochmal bei EMP zugeschlagen und zwar im Sale. Einmal, das würdet ihr jetzt glaube ich nicht sehen, oder doch? Die Kamera ist Bombe. Einmal hier so Ohrringe. Die passen super zu diesen Weihnachtsohren, die ich habe. Habe ich sie hier? Ja. Also, genau, zu den Ohren. Das ist im Prinzip dasselbe Muster, sind auf den Ohrringen wie hier auf den Ohren. Und dann einmal die, das muss ich jetzt auspacken. Das kann man sehr schlecht sehen, aber das ist ein Mickey-Kopf und der sieht aus wie eine Christbaumkugel. Genau, die zwei Paar Ohrringe habe ich mir noch gegönnt aus dem Sale. Jetzt muss ich aber nachgucken, was sie gekostet haben. Das weiß ich nicht auswendig. Und zwar die Christbaumkugel-Ohrringe haben 20 Euro gekostet und die anderen Ohrringe, die passend zu den Ohren sind, haben nur 9 Euro gekostet. Oder nee, ich glaube 10 Euro. Mit Rabattcode und Sale fand ich das einen echt guten Preis für. Sind halt Weihnachtsohrringe, sind halt saisonal begrenzt. Dann hat die Brina mir was aus dem Primark mitgebracht. Ja, bevor er alles geschlossen hat. Und zwar einmal hier diese coole Mini- und Mickey-Tasche. Das ist ja jetzt dieser Trend, diese Multi-Pouch-Taschen heißen die ja. Das heißt, man hat eine Handtasche mit mehreren Taschen. Also man hat hier ein Täschchen für Kleingeld oder weiß was ich. Dann hat man hier vorne eine Tasche und normal eine große Tasche. Und ihr seht das Muster. Auch richtig cool mit ganz vielen Hidden Mickeys. Ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt so Trend. Diese Multi-Pouch-Taschen. Ich glaube, die erste Multi-Pouch-Tasche kam von Louis Vuitton. Und ja, die habe ich auch. Genau, habe ich mir. Jetzt ist hier was runtergefallen. Genau, die habe ich mir gekauft, auch in diesem Monat. Da waren wir noch in Frankfurt, bevor alles geschlossen hatte. Genau, und die Multi-Pouch-Tasche war wesentlich günstiger. Die hat nämlich nur 16 Euro gekostet. Ansonsten hat sie mir noch einen Stift mitgebracht. Ich muss den mal auspacken. Also oben ist ein Herz. Der hat 2,50 € gekostet. Genau, es ist nur ein Herz obendrauf, also nichts mit Disney. Und auch hinten steht Minnie Maus noch drauf. Genau, also einmal ein Stift und diesen Wochenplaner hier. Finde ich ganz praktisch. Ich bin ja so ein Mensch, ich schreibe mir meine Sachen, die ich erledigen muss oder was ich einkaufen muss, immer noch sehr, sehr gerne auf Papier. Nicht mittlerweile auch ein bisschen aufs Handy, was ich einkaufe. Aber das meiste schreibe ich immer noch auf Papier. Und deswegen finde ich die ganz praktisch. Die kommen dann auf den neuen Schreibtisch in der neuen Wohnung. Und die haben 3,50 € gekostet. Dann gab es noch ein Jersey bei Shop Disney im Monat Dezember. Und zwar den Mandalorian Spirit Jersey. Und als großer Mandalorian und Baby Yoda Fan musste der auch bei mir einziehen. Ich halte schon der zweite Teil in der Hand. Genau, also seht ihr hier den Mandalorian Spirit Jersey. Ein tolles Teil. Und da ich ja den Baby Yoda Spirit Jersey habe, dachte ich, der muss auch noch mit.
Ja, der hat wie immer 60 Euro gekostet und ja, wie alle Spirit-Journeys in Deutschland zumindest oder in Europa. Dann, wie habt ihr ja schon kurz gesehen, den Baby Yoda. Jetzt müsste meine Kamera. Schafft die das? Ja. Jetzt seht ihr hier den Baby Yoda Schlüssel. Den gab es dazu zum Jersey und einer der süßesten Schlüssel, wie ich finde. Bleiben wir erstmal noch bei Shop Disney. Und zwar die liebe Heidi war wieder eine Nachteule und hat mir diesen Zug ergattert. Das sind so Schalen. Und der stand bereits unter meinem Weihnachtsbaum, deswegen musste ich den jetzt hier so hochhalten. Genau, den gab es online bei Shop Disney. Ich glaube, der hat um die 50 Euro gekostet. Ich bin mir jetzt unsicher, weil ich den Preis nicht mehr habe. Aber wirklich ein sehr, sehr süßer Zug und mal gucken, was ich nächstes Jahr damit anfange mit den Schälchen. Aber mit den ganzen Disney-Charakteren. Also wirklich ganz, ganz süß gemacht. Vielen Dank nochmal an Heidi. Dann habe ich nur noch zwei Sachen, die ich mir selbst gekauft habe im Dezember, bevor wir zu den ganzen Geschenken kommen, die ich geschenkt bekommen habe. Und zwar einmal natürlich der Castle Collection Pin mit dem Rapunzelschloss. Der hat 25 Euro gekostet. Ich packe ihn mal aus. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Pin und auch das Schloss. Ich bereue es ein bisschen, dass ich das Ornament nicht bestellt habe. Ich sammle ja die Ornamente nicht. Aber das war wirklich sehr schön. Also von den Farben her wirklich ein wirklich ganz, ganz tolles Schloss. Genau, jetzt seht ihr den Pin. Klappe ich nochmal auf. Seht ihr das Innenleben nochmal? Ja, komme dann gleich wieder in meinen Rahmen rein. Ich bin begeistert von meiner Kamera, wie schnell die fokussiert. Ja, aber ich muss mich damit noch ein bisschen beschäftigen. Also, und das letzte Teil, was ich mir noch bestellt habe, war von Pull & Bear. Die haben nicht nur eine neue Disney-Kollektion, die haben einige tolle Sachen. Aber ich habe im Endeffekt nur eine behalten. Die hat noch eine coole Latzhose, aber irgendwie sah ich darin aus wie eine fette Kuh. Ja, und zwar einmal diese Bluse. Sehr dezent mit Minimaus gehalten, natürlich für den Sommer, jetzt nicht für den Winter. Aber die habe ich mir jetzt schon bestellt in sehr dezenten Pastelltönen. So ein bisschen wie Hawaii-Hemd, finde ich. Aber ihr seht, Mickey oder Minnie sind sehr dezent gehalten. Und finde ich eine sehr, sehr schöne Bluse. Ich weiß aber jetzt leider nicht mehr, was sie gekostet hat, weil die den Preis hier überklebt haben. Aber ich schaue gerne nochmal nach für euch. Ja, ich habe gerade gesehen, dass diese Bluse im Sale ist. Für 10 Euro. Ich habe dafür 25 bezahlt. Ja, manchmal sollte man warten, aber es ist okay. Aber wie gesagt, jetzt nach Weihnachten ist überall Sale. Und ja, normaler Preis 26 Euro, jetzt ist im Sale für 10. So, kommen wir zu meinen Weihnachtsgeschenken. Einmal habe ich ein liebes Paket von der Alena bekommen. Ich habe es schon in meinem Vlog gezeigt oder ihr werdet es noch sehen. Ich verlinke den Vlog auf jeden Fall, wo ich die ganzen Geschenke zeige und auspacke. Ja, die liebe Alena hat mir erstmal ein Überraschungspaket, ich wusste nicht, dass ich ein Paket von ihr bekomme, geschickt. Und zwar einmal mit einer schönen Schön und das Biest-Karte. Mit ganz viel Schoki. Und haltet euch fest. Sie hat eine Bellpuppe gehäkelt. Also ist das nicht der Wahnsinn? Ich war wirklich sprachlos, was für eine Arbeit sein muss, so eine Puppe zu häkeln. Mit den ganzen Haaren hier unten. Also. Ich bin wirklich sprachlos und die wird einen ganz, ganz besonderen Platz bekommen in meiner neuen Wohnung. Also wirklich der Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Alena. Dann hat mir meine beste Freundin auch was geschenkt. Ich zeige euch jetzt aber nur die Disney-Sache. Das andere war noch, das liegt jetzt dabei. Ich bin jetzt gerade zu voll, es zu zeigen. Aber ja, wie gesagt, ich habe es komplett in meinem Vlog gezeigt. Könnt ihr euch dann da anschauen. Weihnachtsgeschenke-Vlog. Ansonsten, ja. Hallo, da habt ihr gesehen. Toll, ne? Tolle Geschenke. So, schnell den Akku gewechselt und jetzt zeige ich euch das Geschenk von meiner Freundin. Und zwar diese Swarovski-Ohrringe von Minnie Maus. Ich habe ja dieselben schon von Mickey, von der neuen Disney-Kollektion. Und ich fand die Minnie so toll, weil das so Hängeohrringe sind und diesmal keine Stecker. Genau. Also ganz, ganz tolle Ohrringe von Swarovski, gefallen mir sehr, sehr gut. Ansonsten hat sie mir eine Maske geschenkt, Handcreme. Wie gesagt, schaut euch den Vlog an. Dann machen wir, ups, weiter mit ein Geschenk von Vivi und Kevin.
Einmal von Rituals das Shower Oil. Ich liebe Rituals. Und dann einmal Aachener Weichprinten. Genau. Die habe ich letztes Mal bei Brina probiert und ich fand die irgendwie richtig geil, weil die so crunchy drin sind. Also es ist so wie Lebkuchen, aber irgendwie crunchy. Also richtig geil. Und dann gab es noch einen selbstgemachten Mickey Mouse, ein Mickey Mouse Ornament. Das wird natürlich einen Platz an meinem Weihnachtsbaum finden. Dann gab es ein ganz liebes Paket von der Letizia mit einem selbstgeschriebenen Brief. Ein ganz, ganz toller Brief. Und einmal Schoki. Schoki kann man ja immer genug haben. Und ihr seht, einen Pin. Ich bin mir noch unsicher, ob es Baby Yoda oder Yoda sein soll. Das kann ich nicht so ganz erkennen. Aber es könnte auch beides sein. Aber ich glaube, es ist eher Baby Yoda, weil ich liebe ja Baby Yoda. Genau. Ein ganz, ganz tolles Geschenk. Eine ganz, ganz tolle Überraschung. Vielen, vielen lieben Dank, Letizia. Machen wir weiter mit Daniels Geschenk. Da sind wir nämlich schnell fertig. Nein, das soll keine Kritik sein. Er hat mir noch Blumen geschenkt und Disney-Socken. Meine ersten Happy Socks-Socken. Ich wollte immer mal ein paar haben oder ein paar mehrere, aber die sind mir einfach zu teuer. Also für ein paar Socken so viel Geld auszugeben von Happy Socks, sehe ich jetzt auch nicht ein. Deswegen bin ich froh über mein erstes Paar Happy Socks und die sind richtig cool. Ist total crazy, aber ja, mega. Vielen lieben Dank, Daniel. Dann machen wir weiter mit dem Geschenk von Angie. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Angie hat mir einmal diesen Kosmetikbeutel, ich werde ihn aber wahrscheinlich für meine Kamera nutzen, geschenkt, weil meine Kamera, die neue, passt damit ihrem Ständer ganz gut rein. Also einmal von mit Mickey Mouse vorne. Post, sieht aus wie eine Postkarte, die Mickey nass zu Santa schickt. Dann natürlich eine Weihnachtskarte. Dann gab es Disney Ohrringe. Ein Desinfektionsgel, kann man ja immer heutzutage gebrauchen, mit von oder mit Aurora. Und eine super süße Disney-Schüssel mit Mickey und Minnie. Vielen lieben Dank, Angie, für die ganz, ganz tollen Disney-Geschenke. Dann das Geschenk von Jessie. Jessie hat auch wieder alles Mögliche reingemacht. Erstmal eine Karte. Dann eine Bodycreme. Ich zeige das jetzt nur kurz. Ein Toner von Bodyshop. Wie gesagt, ich habe es genau in meinem Vlog gezeigt. Dann ein Lipgloss. Ein Schokololli. Karamellkeks. Eine Zuckerstange. Dann polnische Osterplätzchen oder Kekse. Sehr interessant. Bin sehr gespannt, wie die schmecken. Dann, sie bastelt ja sehr, sehr, sehr viel selbst. Einmal einen Schlüsselanhänger in Pink und ein Armband, wo Merry Christmas draufsteht. Und es ist noch nicht alles. Nee, meine Hand wird langsam voll. Eine Brosche sozusagen. Also ich mache sowas gerne hier an den Hals, wenn ich eine Bluse trage. Oder halt, man kann es auch dahin machen. Und last but not least, ein Handtuch, welches selbst bestickt wurde. Es gibt ja so eine Stickmaschine von Brother, die hätte ich auch gerne mal irgendwann. Genau, und wahrscheinlich wurde es damit reingestickt. Also das ist ganz normales Handtuch und dann habt ihr die Charaktere Daisy, Minnie, Mickey und Donald. Also ein perfektes Handtuch für Disneyland auf Reisen. Wird auf jeden Fall, wenn man mal wieder ins Disneyland fährt, mitkommen. So, und das letzte Geschenk ist von der lieben Brina. Also erstmal danke an Jessie. Und das letzte Geschenk ist von Brina. Da hat sie mir erstmal Nudeln reingepackt, weil sie die zum Testen bekommen hat. Und da habe ich gesagt, ich würde die gerne auch mal testen. Also ist, glaube ich, so jetzt nicht das primäre Geschenk. Hat sie aber mir dazugelegt. Dann ein Baby-Yoda-Trinkbecher. Ist der nicht süß? Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Liebe, 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 liebe ihn. Dann L'Oreal Tonerdemasken. Ja, kann man nie genug haben. Masken für das Gesicht. Dann hier noch so ein Toffee, Banane, was auch immer das ist.
Und wo ich richtig begeistert von bin, Oreo-Kakao. Es ist vorne eine Sprache, die ich leider nicht so gut lesen kann. Sieht irgendwie aus wie Russisch oder Ukrainisch oder was auch immer. Aber es ist Oreo-Kakao. Ich weiß nicht, wo ihr sie ihn her hat. Und ich bin sehr gespannt mit Stückchen. Richtig geil. Richtig geil. Und dann gab es noch ein Ariel-Geschenkset mit Body Mist, Duschgel, Lipbalsam und Bath Fizzer. Ich glaube, das ist so eine Badebombe. Genau. Ja, das waren die Geschenke von der lieben Brina. Und das war auch mein Haul. Genau. Also als Weihnachtsgeschenk habe ich die Kamera noch von meinem Freund bekommen. Und das Geschenk von meinen Eltern bekomme ich erst später. Das zeige ich euch dann wahrscheinlich noch in einem meiner Vlogs. Ja, ansonsten war es das von mir. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass ich in diesem Vlog keine Try-Ons gemacht habe. Aus Zeitgründen, ich muss wie gesagt gleich zu meinen Eltern, es ist Heiligabend. Und es sind ja eigentlich nur drei Spirit-Jerseys. Die sind übrigens alle Größe S. Und die Bluse von Pull&Bear. Genau, deswegen skippe ich dieses Mal den Try-On. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wie gesagt, aus Zeitgründen. Ich schaffe es leider nicht mehr. Ich muss jetzt den ganzen Kram noch verräumen und dann los zu meinen Eltern. Ansonsten verabschiede ich mich aus diesem Zimmer bei euch. Ja, ein kleiner Wehmutstropfen. Aber wer meinen Umzug mitverfolgen will und nichts verpassen möchte, wie ich hier alles wegräume, ausziehe, dann schaut in meine Monis Magical Vlogs rein. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in der neuen Wohnung, also im nächsten Haul, in der neuen Wohnung und im neuen Jahr wieder, wenn ihr nur meine Hauls guckt. Ansonsten seht ihr mich zwischendurch nochmal. Also bis dann, meine Lieben. Tschüssi!